Moin, heute möchte ich euch meine Bücherneuzugänge aus dem Monat Juli 2019 vorstellen. Sieben Bücher sind aus den verschiedensten Gründen bei mir eingezogen. Das erste habe ich in der Mängelexemplarkiste entdeckt. Da kann man ja immer wieder ganz tolle Schnäppchen und Buchschätze entdecken. Und zwar war das Das dunkle Wort von Silvia Englert. Dieses Buch hatte ich schon mal auf der Wunschliste stehen, dann habe ich es wieder aussortiert, weil ich jetzt zwar irgendwie interessiert war, aber ich fand, dass die Idee jetzt nicht so besonders geklungen hat. Dann habe ich es aber in einer Rezension bei der lieben Julia vom Kanal Leseritter entdeckt und sie hat da so sehr von geschwärmt, für sie war das ein Highlight und deswegen habe ich es sofort wieder auf meine Wunschliste gepackt, weil sie liest ja auch sehr, sehr viel Fantasy und ist da sehr gut im Thema drin und deswegen vertraue ich ihr da, dass es auch etwas für mich sein könnte. Und als ich es dann in der Mängelexemplarkiste entdeckt habe, habe ich es mir natürlich sofort unter den Nagel gerissen. Ja, hierbei handelt es sich um High Fantasy. Und wir befinden uns hier im Orchideenreich und das ist besonders in Gefahr gerade, denn vor den Toren, vor den Grenzen steht ja eine Armee von Kriegern, von Glasklingenkriegern und zusätzlich gibt es einen Fluch, ja, der Orte und Personen in Kristall verwandelt. Jetzt kann nur noch einer helfen und das ist ein ja, berühmt-berüchtigter Magier und das ist der Mentor unserer Protagonistin, glaube ich, die Idassa. Sie selbst ist auch Magierin und Beraterin des Königs. Aber sie ist wohl nicht so mächtig wie ihr Mentor. Doch dieser hat geschworen, nie mehr Magie anzuwenden, denn er hat eine Schuld auf sich geladen, die er noch nicht oder die er nicht wieder gut machen kann. Was da sich alles hinter verbirgt und was nun die Lösung des Problems ist, das werden wir in diesem Buch erfahren. Wie gesagt, ich fand jetzt vom Klappentext her, klingt das jetzt nicht so besonders, aber ich mag ja Fantasy, ich liebe Fantasy und ich liebe Magie, Magiesysteme besonders und ja, ich bin wirklich sehr, sehr gespannt, auch ob das mich ja, vom Hocker reißen kann. Es hat ja auch nicht besonders viele Seiten. Ich weiß gar nicht, ob das ein Einzelband ist. Müsste ich Julia noch mal fragen. Ich werde euch auch die Rezension in der Infobox verlinken, falls ihr auch interessiert seid und noch ein bisschen mehr angefixt werden möchtet, warum es jetzt genau ein Highlight von ihr war. Das nächste Buch ist im Zuge einer Medimobs-Bestellung bei mir eingetroffen. Normalerweise bin ich ja nicht so der Fan von gebrauchten Büchern. Ich bin sehr pingelig und gebe dann lieber ein bisschen mehr Geld aus, um halt neuwertige Bücher bei mir einziehen zu lassen. Ich habe es öfter mal ausprobiert, aber war dann immer nicht so zufrieden mit dem Zustand und deswegen habe ich mich so ein bisschen zurückgezogen bei Rebuy und Medimobs. Aber wenn es Bücher nicht mehr neuwertig zu erstehen gibt, sind natürlich Medimobs, Rebuy und Co. perfekte Möglichkeiten, um noch an die Bücher heranzukommen und auch da kann man natürlich echt Glück haben. Ich habe im Zuge dessen allerdings auch noch eine DVD und zwei weitere Bücher bestellt, die ich dann aber wieder zurückgeschickt habe, weil es zum einen falsche Titel waren und auch der Zustand meines Erachtens nicht bei sehr gut lag. Ich bestelle mindestens immer mit sehr gut. Aber das macht nichts, denn das Buch, worauf es mir ankam, das ist in einem wirklich sehr, sehr guten Zustand bei mir eingetroffen. Und zwar handelt es sich um Goldstaub von Fabienne Siegmund. Und dieses Buch gibt es halt leider nicht mehr neuwertig zu erstehen. Und ich habe es auch auf diesen ganzen Portalen gebraucht, immer nicht gefunden, bis es schließlich denn da aufgetaucht ist. Bei dem Stöbern ab und zu gucke ich dann hin und wieder mal. Und da habe ich es entdeckt und ja, musste ich sofort mir kaufen. Ich glaube, es hat irgendwie 4 € irgendwas gekostet. Neuwertig kostet es 8,90 € oder hat es 8,90 € gekostet, aber dafür sieht es halt wirklich wie neu aus. Und Fabienne Siegmund habe ich ja jetzt schon öfter gelesen. Ich glaube, so 3, 4 Titel habe ich von ihr gelesen und bin sehr von ihr angetan, von ihren fantastischen, märchenhaften Schreibstil, immer sehr, sehr poetisch die Sprache, melancholische Stimmung. Und ja, ihre Geschichten haben mich bisher einfach immer sehr bezaubert und gerührt und zum Nachdenken gebracht. Und ich denke, auch das wird mich wieder bezaubern. Denn auch Fabienne Siegmund hat, wie ich, eine, ja, irgendwie so ein Zirkus-Fable. Und auch hier berührt es wieder so den Zirkus. Wir haben nämlich als Protagonisten den Pip. Pip ist ein Clown, der ja von Trauer zerfressen ist um seine Frau. Und er zieht heimatlos von Ort zu Ort. Sein einziger Begleiter ist ein Rabe.
Und eines Tages entdeckt er auf einer Brücke ein junges Mädchen oder eine junge Frau, die am Brückenrand steht und nur noch einen Schritt vom Abgrund entfernt. Über ihrem Kopf schwebt ein Schmetterling in einem goldenen Käfig und er beschließt zu handeln und möchte ihr helfen, weiß aber nicht, was er damit alles auslöst. Ja, das zu der kurzen Geschichte. Es ist, glaube ich, auch wieder so eine ganz kurze Novelle. Ihr seht ja auch, das ist auch eher so ein ganz, ganz kleines Büchlein. Es ist auch wieder illustriert von Tatjana Kirsten und auch von den beiden, die haben schon mal zusammengearbeitet. Ich glaube, das war der Karussellkönig und das hat mich auch schon so sehr verzaubert, das Buch. Und ich hoffe, dass es das auch wieder kann. Ich bin schon alleine vom Cover verzaubert. Ich bin ja ein Gelb-Fan und ich liebe die Farbe Gelb. Und es gibt aber auch selten wirklich hübsche gelbe Cover. Und das ist aber so ein Schätzchen. Es passt zum Titel, es passt zum Klappentext. Ich bin sehr, sehr gespannt und hoffe, mich wieder verzaubern lassen zu können. Das nächste Buch ist wahrscheinlich schon bei vielen anderen auch schon eingezogen oder wird noch einziehen, denn es ist von einer deutschen, sehr berühmten Autorin von Fantasy und Jugendliteratur. Ich spreche von Cornelia Funke. Dieses Buch ist allerdings nicht nur von ihr, beziehungsweise geschrieben ist es von ihr, aber es ist zu einer Geschichte, zu einem Film geschrieben worden und zwar von Guillermo del Toro. Pans Labyrinth heißt der Film auf Deutsch. Der ist schon vor Jahren erschienen. Und das Labyrinth des Faun heißt halt nun die Geschichte von Cornelia Funke dazu. Meines Wissens hat Guillermo del Toro Cornelia Funke angeschrieben, um sie zu fragen, ob sie nicht die Geschichte dazu schreiben möchte. Normalerweise ist es ja eher andersrum, dass ein Film oder ein Kinofilm zu einem Buch entsteht, aber dass das Buch danach erst entsteht, ist eher untypisch, finde ich sehr, sehr interessant. Ich kenne den Film, habe ihn bisher aber auch nur einmal gesehen und der hat mich damals verstört, aber auch irgendwie bezaubert. Es ist eine sehr, sehr düstere, fantastische, aber auch sehr melancholische Geschichte. Und Cornelia Funke sagt selbst, dass es einer ihrer Lieblingsfilme ist. Deswegen hat sie natürlich Hurra und Ja gerufen, als ihr dieses Angebot gemacht wurde. Sie ist wohl scheinbar auch sehr nah am Film geblieben, hat aber nur in einigen Kapiteln noch ein bisschen mehr Tiefe reingebracht, noch ein paar mehr Hintergrundinformationen. Ja, ich bin gespannt, wie sie es umgesetzt hat. Ich habe das Buch noch nicht gelesen und vom Film weiß ich, wie gesagt, auch noch nicht mehr viele Details. Ich werde auch, glaube ich, erstmal das Buch wieder lesen und dann den Film. Allerdings vorher. Und dann komme ich gleich auch zum Inhalt des Buches. Vorher habe ich noch eine Lesung dazu und die Karten habe ich mir jetzt besorgt. Die sind Mitte September. Bis dahin muss ich auf jeden Fall noch durchhalten und dieses Buch erstmal ungelesen hier liegen lassen. Denn ich möchte mir, glaube ich, bei der Lesung noch mehr Lust auf dieses Buch machen lassen. Auch wenn die vielleicht ein bisschen spoilern, aber ungefähr in welche Richtung das geht, weiß ich ja eh. Ja, und zwar treffen wir hier auf die kleine junge Ophelia, die mit ihrer Mutter zu ihrem neuen Stiefvater zieht, der mit seiner Truppe in Spanien zurzeit vor Ort ist. Und dieser Stiefvater ist leider alles andere als nett und auch sehr ja, gewalttätig und sehr brutal. Sie flieht immer wieder vor ihm und zwar in den nahegelegenen Wald. Und dort schafft sie sich so ihr eigenes Reich und sie begegnet dort auch mehreren magischen Wesen und gelangt dort in eine andere Welt. Sie trifft dort unter anderem auch auf einen Faun, der ihr, ich glaube, drei Aufgaben stellt, die sie ja, erledigen muss, um ein ganz bestimmtes Ziel zu erreichen. Was das ist und was das alles zu bedeuten hat, das könnt ihr denn hier lesen. Ich habe, wie gesagt, auch schon von einer Kollegin gehört, dass es halt ganz nah an dem Film dran sein soll und auch sehr düster sein soll. Ich finde das nur etwas seltsam, weil dieses Buch als Kinder- und Jugendliteratur herausgegeben worden ist und der Film eigentlich ab 16 ist und auch wirklich sehr düster und also wirklich kein Kinderfilm ist. Vielleicht hat das etwas damit zu tun, dass Cornelia Funke eigentlich einfach in diesem Bereich gelesen wird und dass sich da auch das am besten verkauft in dieser Sparte. Aber ich finde, sie hätte es nicht unbedingt nötig gehabt. Ich finde, sie hätte dann auch in den Erwachsenenbereich gehen können. Aber ich kenne den Inhalt nicht, weiß es nicht und
lasse mich einfach mal überraschen und hoffe einfach, dass es nicht weichgespült ist, sondern ja, schon schonungslos, wie auch der Film ist. Ich freue mich sehr. Auch das ist ein unglaublich optisch wunderschönes Schätzchen. Und auch unter dem Schutzumschlag möchte ich euch nicht vorenthalten, wie es darunter aussieht. Als ich das gesehen habe, war ich auch total, ja, habe erstmal losgequiekt, weil ich es so schön finde. Schaut mir, ist das nicht total schön? Und auch illustriert ist der Inhalt. Ich glaube auch tatsächlich wieder von Cornelia Funke selbst. Die illustriert ja ihre Bücher öftermals und das macht sie auch immer wieder schön. Auch ein Brief ist hier enthalten von der Cornelia Funke, wie sie nochmal erzählt zu der Entstehung. Also ich freue mich sehr und es haben sich schon ein paar Mädels angekündigt, wieder aus unserer Leserunde, die wir jetzt All You Can Read getauft haben, hat sich angekündigt, dass wir das wahrscheinlich im Herbst lesen wollen werden und ich freue mich riesig drauf. Ein Buch, was wir schon in unserer Leserunde gelesen haben, und zwar im Juli, und das werdet ihr dann auch in meinem Lesemonat sehen, ist dieser Psychothriller Die Falle von Melanie Rabe. Das ist ihr Debütroman und ich hätte da jetzt von mir aus nicht sofort zugegriffen. Es wurde ja schon jetzt viel, besonders über ihr neuen Roman gesprochen, aber so hätte ich nicht sofort dazu gegriffen. Ich bin jetzt aber sehr, sehr glücklich, dass die Wahl auf dieses Buch gefallen ist für unser monatliches Buch und habe mich da einfach mal reinfallen lassen und bin sehr, sehr glücklich, denn es war echt cool. Es geht um eine Autorin, die vor Jahren ja, die Leiche ihrer Schwester entdeckt hat und auch den Mörder kurz ins Gesicht schauen konnte, bevor er verschwunden ist. Seitdem lebt sie abgeschottet in einem riesigen Haus, geht gar nicht mehr vor die Tür, sieht nur noch ihre Haushälterin und ab und zu ihren Verleger, der vorbeikommt. Ansonsten ist sie halt in ihrer eigenen Welt gefangen. Sie liest sehr viel, sie recherchiert sehr viel und schreibt eben. Sie schreibt sehr, sehr gute Bücher, ist sehr, sehr, sehr erfolgreich und kann sich deswegen auch einiges an Luxus leisten, aber sie geht halt nicht mehr vor die Tür. Doch eines Tages sieht sie im Fernsehen einen Nachrichtensprecher und sie weiß, das ist der Mörder ihrer Schwester und sie plant, ihm eine Falle zu stellen. Ja, und wie das aussieht, das könnt ihr hier drin lesen. Also ich war sehr begeistert vom Schreibstil, der unglaublich komplex war. Auch die Story war sehr, sehr komplex erzählt. Die Protagonistin selbst war sehr, sehr komplex, weil man einfach auch nicht mehr wusste, was wahr ist, was falsch ist. Man hat niemanden getraut und auch eben der Protagonistin nicht. Und das fand ich sehr, sehr spannend mitzuerleben. Man hat sehr, sehr viele Emotionen mitbekommen und eben ja, so Wahrnehmungstäuschungen gehabt mit der Protagonistin zusammen und war also wirklich sehr, sehr mit am Rätseln, was da wohl passiert sein möchte und was jetzt das Rätsels Lösung ist. Die Auflösung hat mir jetzt nicht ganz so gut gefallen, war mir etwas zu einfach, aber jetzt geh schon zu sehr in die Rezension rein. Werde ich euch ein bisschen genauer dann im Lesemonat noch erzählen, aber ich glaube, man muss das einfach gelesen haben und der Weg dahin hat mir wirklich sehr, sehr gut gefallen. Zwar ein Buch, aber nichts zum Lesen, sondern zum Ausmalen habe ich mir auch gekauft. Und es geht aber dennoch in die Richtung Fantasy. Das ist dieses fantastische Ausmalbuch, heißt Mythomorphia, an Extreme Coloring and Search Challenge von Kirby Rosanes. Ja, da gibt es wohl mehrere Ausgaben von dieser Art. Ich glaube vier oder so. Und es sind unglaublich tolle Motive drin. Und ich dachte, jetzt, wo der ganze Lernstress so ein bisschen von mir abfällt und ich ein bisschen Zeit habe, nehme ich mir doch die Zeit zum Malen. Ich habe auch zwei Bilder schon ausgemalt. Einmal hier diesen Greifen und ein riesiges Bild. Da bin ich aber noch nicht ganz fertig. Da muss ich noch den Himmel malen. Ist diese, ja, Schildkröte mit der Insel auf dem Rücken auf dem Panzer und der Unterwasserwelt. Ja, der Himmel ist mir noch nicht so ganz gelungen. Ich wollte hier so einen Sonnenuntergang, Sonnenaufgang schaffen und der Himmel ist halt so riesig, dass ich jetzt noch nicht dazu gekommen bin, erst weiter zu malen. Aber ja, wir haben hier jegliche fantastische Wesen und Landschaften. Wir haben Feen, wir haben Greife, wir haben Einhörner, wir haben Sirenen und ja.
wirklich cool gemacht und kleinteilig. Also da kann man, glaube ich, viel, viel Zeit mit verbringen. Und ich freue mich schon wieder, denn ein neues Bild auszuwählen und auszumalen. Aber ich will jetzt erst mit dem einen fertig werden und muss mich dann irgendwann mal zusammenreißen und den Himmel dann fertig malen. Ich habe bisher dann immer die Kombination gewählt, dass ich einfach male und dabei Hörbuch höre. Das ist für mich irgendwie eine sehr, sehr schöne und entspannende Kombination geworden. Ja, und die zwei letzten Bücherneuzugänge sind nochmal totale Highlights am Ende des Monats. Und zwar wechsle ich ja meine Arbeit, habe einen neuen Arbeitsplatz und von meinen Ex-Kollegen habe ich so, so schöne Abschiedsgeschenke bekommen und unter anderem waren da halt diese beiden Bücher dabei und ja, mir ist das Herz aufgegangen. Ich habe ein bisschen gekreischt und gequietscht, als ich es ausgepackt habe und war einfach überglücklich und bin es immer noch. Sie sind immer noch eingeschweißt, weil ich sie erst auspacken möchte, wenn ich sie direkt dann danach lesen möchte. Und zwar ist es einmal diese wunderschöne Ausgabe von Die Schöne und das Biest von Gabrielle Suzanne Barbeau de Villeneuve. Ich kann leider kein Französisch, aber ihr kennt das Märchen ja sicher. Und vielleicht kennt ihr auch diese wunderschönen Koppenrad-Ausgaben. Ich habe bisher Der geheime Garten davon, habe ich euch auch letztens mal vorgestellt in einer Rezension. Verlinke ich euch auch gerne in der Infobox, denn diese Ausgaben sind deswegen so besonders, nicht nur weil sie so schön aufgemacht sind, sondern von außen, sondern auch innen sehr, sehr schön illustriert sind. Und es gibt so kleine Gimmicks, so kleine Klappen und Fenster und Kurbeln und ja, interaktive Details, die man halt während des Lesens entdecken kann. Und das ist so schön. Ich kann euch das hier mal zeigen, ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt. Hier sind halt einige Details mit Klappen und Fenstern und was auch immer. Und ja. Da freue ich mich sehr und ich bin gespannt, wie dieses Märchen aufgemacht ist. Ich finde auch Die Schöne und das Biest ist eh eines meiner Lieblingsmärchen oder Disney-Filme tatsächlich. Auch von den Neuverfilmungen finde ich Die Schöne und das Biest besonders gelungen. Und ja, ich muss auf jeden Fall alle anderen Ausgaben davon auch noch haben, besonders das Dschungelbuch. Und auch Peter Pan möchte ich gerne noch haben. Ja, das ist das eine und das hätte ja alleine schon gereicht, aber nein, es kam noch ein zweites großes Highlight. Und zwar gab es noch ein Harry Potter Geschenk und zwar diese wunderschöne illustrierte Ausgabe vom dritten Band Harry Potter und der Gefangene von Azkaban. Ich liebe diese Ausgaben. Hier drin verbirgt sich die gesamte dritte Geschichte. Also hier ist nichts gekürzt und zusätzlich ist es komplett illustriert. Fast auf jeder Seite ist eine riesige Illustration. Ich habe bereits den ersten Band, den habe ich auch schon gelesen. Den zweiten Band habe ich ja von der lieben Kali erst letztens zugeschickt bekommen. Auch da bin ich ja ausgeflippt, als ich gesehen habe, was sie mir da für ein tolles Geschenk macht zum Abschluss, zum Bachelorabschluss. Und jetzt habe ich auch noch den dritten Band hier und der vierte erscheint ja jetzt im Oktober. Und auch hier, wie gesagt, das ist alles noch eingeschweißt, auch der zweite ist noch eingeschweißt, weil ich sie ja erst, wenn ich sie lese, ja, direkt davor aufmachen möchte. Ich habe auch immer widerstanden, auf der Arbeit oder sonst wo immer reinzugucken, auch wenn in Rezensionen die Inhalte gezeigt wurden oder ein, zwei Illustrationen gezeigt wurden, habe ich immer wieder weggeguckt und oder umgeschaltet, weil ich mich da einfach nicht spoilern lassen möchte. Das ist so ein, ja, eine kleine Macke von mir, aber ich möchte es halt in dem Moment, wenn ich es umblätter, erst das erste Mal sehen, die Illustration. Und ja, ich finde alleine schon den fahrenden Ritter hier drauf einfach so cool gemalt. Es ist so genial und ich bin sehr gespannt, wie die nächsten Bücher tatsächlich umgesetzt werden, weil ab dem vierten werden sie ja noch nur richtig fett. Das ist ja schon dick, aber das wird noch mal richtig, richtig cool. Ja, und zu guter Letzt möchte ich euch noch ja, zwei Geschenke zeigen, die keine Bücher sind, aber auch im Zuge dieses Abschiedsgeschenk von meinen Kollegen gemacht worden ist und auch etwas mit Harry Potter zu tun hat und ja, ich möchte einfach meine Freude teilen, weil sie einfach so schön sind und deswegen möchte ich euch auch ja, diese Geschenke zeigen. Es handelt sich dabei um Bilderrahmen und zwar wurde in den Bilderrahmen ja einmal eine Seite aus den Harry Potter Büchern eingerahmt und darauf wurde mit einem Gold-Bronze-Druck halt diese schöne Rehkuh mit dem allseits bekannten
Schriftzug oder dem Zitat von Snape Always gedruckt. Das und in Kombination dieses Bilderrahmens kam das Ganze an. Und zwar ist auch da im Hintergrund wieder eine Seite aus dem Harry Potter Roman und es ist wieder eine andere. Und dort ist der Druck drauf: My Harry Potter Obsession is a bit ridiculous. Ja, besonders der gefällt mir sehr, sehr gut. Und es gibt dann noch so kleine Blitze und den kleinen sprechenden Hut und einen kleinen Schnatz. Und ja, ich bin so begeistert davon und überlege die ganze Zeit, wo ich diese wunderschönen Bilderrahmen aufhängen werde, sodass sie sehr gut gesehen werden, sodass ich sie sehr, sehr gut sehe und sie immer anhimmeln kann. Ich finde, das ist wirklich was ganz Besonderes, ein schönes Geschenk, ja, was irgendwie genau meine Obsession irgendwie zu Harry Potter ausdrückt und was gleichzeitig irgendwie nicht billig oder so aussieht, sondern irgendwie auch edel und elegant und schön. Ja, also an dieser Stelle ein großes, fettes Dankeschön an meine lieben Ex-Kollegen. Ich werde euch vermissen und ich hoffe, wir haben immer wieder nochmal Kontakt. Ja, das war's von meinen Büchern und ein klein wenig Nerd-Neuzugängen und hoffe, es hat euch gefallen. Schreibt mir gerne in die Kommentare, wenn ihr irgendwas zu den Büchern zu sagen habt, wenn ihr mir sagen möchtet, was ich zuerst lesen soll, wenn ihr irgendwie eure Meinung dazu äußern möchtet oder wenn ihr mir sagen möchtet, was bei euch so eingezogen ist im Juli, dann schreibt auch das gerne in die Kommentare. Ich wünsche euch jetzt noch eine schöne, lesereiche Zeit und wenn ihr wollt, sehen wir uns im nächsten Video. Macht's gut. Ciao, ciao.